In dieser kleinen Dia-Show nehmen wir euch mit nach Norwegen und ich erzähle euch von unseren Erlebnissen. Wir fuhren ja nach dem Midsommar-Afton in Schweden nach Norwegen weiter. Und wir fuhren mit unserem Auto über Östmark, einen straßenbreiten, festgefahrenen, mit riesigen Pilzen und blühenden Lupinen gesäumten Waldwegen entlang. Die gemütliche Strecke und die oft grandiose Aussicht machten die Reise zu einem kurzweiligen Vergnügen, auch für unsere Kinder. Das Navi wollte uns zwar partout eine andere Strecke entlang führen, aber wir widersetzten uns und problemlos passierten wir schließlich die grüne Grenze von Rotnemon. Als wir norwegisches Staatsgebiet unter unseren Rädern hatten, stellte das Navi nüchtern fest, dass unser Weg doch der kürzere war. Die hübschen, meist rot angestrichenen Häuser, wie wir sie in Schweden sahen, wichen zunehmend überwiegend braun oder weiß angestrichenen Block- oder Holzhäusern. Nachdem wir den Waldweg verlassen hatten, fuhren wir über die 201 und eine weitere Umleitung durch den Wald in Richtung Hamar, weil die App Park4Night dort eine tolle Übernachtungsmöglichkeit ausspuckte. Wir konnten es kaum glauben, im Vergleich zum ruhigen, dünn besiedelten Schweden auf demselben Breitengrad hatten wir hier in Norwegen eine Landschaft vor uns, die uns sehr an Zuhause erinnerte. Norwegen ist zwar ebenfalls von großen Seen und Wäldern geprägt, aber es gibt in dem Land auch noch weite Ebene mit vielen nah beieinander liegenden Ortschaften, großen Feldern, etlichen Baustellen, einem gut ausgebauten Straßennetz und vor allem viel mehr Verkehr auf den Straßen. Was gleich auffiel, hier waren viel mehr Elektrofahrzeuge, vor allem die der Marke Tesla. Unsere erste größere Pause legten wir bei Elverum beim Norsk Skog-Museum ein, um dort im Museumsshop erfolglos nach einem schönen Aufkleber für unser Auto zu schauen. Das war also ein Jagdmuseum oder auch ein Museum, wo es um die Anglerei geht und da wir das ja nicht für gut heißen und noch einen weiten Weg vor uns hatten, verzichteten wir auf den Museumsbesuch. Unsere Kinder hatten trotzdem viel Spaß mit den lebensgroßen Skulpturen von Tieren und dem Labyrinth im Außengelände. Wieder zurück am Auto sahen wir das Unheil. Ein Vogel hatte einen riesigen Haufen auf die Frontscheibe gesetzt. Wir konnten die Vogelkacker zwar abwischen, die Schlieren auf dem Glas fuhren wir jedoch noch auf der ganzen Reise durch Norwegen spazieren. Der zur Übernachtung ausgewählte Parkplatz in Hamar war uns dann doch zu windig und sehr stark frequentiert, auch wenn er wunderschön am See lag, sodass wir nach einem Einkaufswummel durch einen örtlichen Supermarkt noch etwas weiter in Richtung Lillehammer fuhren. Das Angebot in den Kaufhallen ist vergleichsweise preisintensiv. Unserer Meinung nach neben der norwegischen Zuckersteuer einer der Gründe, weshalb die Menschen in Norwegen so schlank und relativ gesund aussehen. Kurz vor Lillehammer fuhren wir bei Vinkrum, den nicht stark befahrenen Torbarwegen, ins Gebirge hinauf und fanden dort einen ruhigen Parkplatz, wo wir übernachten konnten. Am nächsten Morgen wechselte sich eine kühle Brise mit Windstille gefühlt im Minutentakt ab. Die Sonne sendete ihre warmen Strahlen. Wir hörten die Vögel zwitschern, entfernt den Schrei einer Krähe und das Läuten der Glocken um den Hals frei herumlaufender Schafe und Rinder. Als wir vom unbequemen Nächtigen im Auto relativ gebeutelt zurück ins Tal fuhren, kreuzten mehrere Rinder und Schafherden unseren Weg. Ein Schaf lag merkwürdig auf der Straße und wir dachten, es wäre vielleicht verletzt. Als ich aus dem Auto ausstieg, um nach dem Tier zu sehen, wandelte sich unsere Sorge in schallendes Gelächter. Ein Lamm, das offensichtlich mitten auf der Straße gestillt wurde, flüchtete vor mir und riss dabei seine Mama mit. Das Lämmchen trug die Schafmama, die sich nur auf den Vorderbeinen auf der Straße abstützen konnte, quer über die Straße. Es war ein herrlicher Anblick, da die Schafmutter offensichtlich nicht wusste, was gerade mit ihr passierte. Die Autofahrer waren alle sehr achtsam und hielten für die Tiere an. Es war Sonntag und die Stadt Lillehammer stand auf dem Programm. Die Parkplatzsuche gestaltete sich einfach. Am Sonntag kostete der Platz, an dem wir parkten, nichts. Wir bummelten durch die Stadt und konnten in einem arabischen Geschäft einige Lebensmittel einkaufen. Unser Kleiner naschte dort aus Versehen von einer sehr scharfen Chilischote,
Er fing an zu schreien und konnte sich nicht mehr beruhigen. Er wollte nicht stillen und auch das Gürkchen, das der hilfsbereite Verkäufer ihm brachte, nützte wenig. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Schmerz nachließ. Wir sind froh, dass nichts Schlimmeres passierte. Wir fuhren zum Museumskomplex Maihaugen, wo am Abend ein großes Feuer entzündet werden sollte, entschieden uns aber doch, das Eintrittsgeld zu sparen und weiter nach Tretten zu fahren, wo wir für 2 Nächte als Couchsurfer unterkommen durften. Unser Gastgeber, ein freundlicher und aufgeschlossener junger Mann, zeigte uns noch am ersten Tag einen kleinen Wasserfall in seiner Nähe und wusste viel über Land und Leute zu berichten. Um unsere Anwesenheit in Norwegen auszukosten, wollten wir nach einer erholsamen, hellen Nacht einen Tagesausflug nach Lom und ins Hochgebirge Skandinaviens unternehmen. Genauer gesagt zum Nationalpark Jotunheimen, benannt nach dem Land der Riesen aus der nordischen Mythologie. Allein der Weg nach Lom war ein Ausflug wert. Um die zahlreichen Mautstraßen zu umgehen, ließen wir uns vom Navi unbefestigte, teils sehr schmale, abenteuerliche Waldwege entlangführen. Über den Wildwasserfluss Snoa und am Lemonsjön vorbei leitete es uns bis nach Lom, wo eine Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, der türkisfarbene Fluss Böfra und viele Touristen auf uns warteten. Nachdem wir den Ort erkundeten und uns an einem Brunnen das weltbeste Wasser in unsere Flaschen abfüllten, fuhren wir noch ein Stück weiter ins Hochgebirge hinein. Das Visdalen, das genau zwischen den beiden größten Bergen des skandinavischen Gebirges, dem Galdhöpigen und dem Klittertind, hindurchführt, wartete auf uns. Unser Auto ächzte unter der Fahrt über den Visdalwegen. Da uns bei Laufbacken ein Schild auf die Mautpflicht und für größere Autos unpassierbare Engstellen beim Befahren der vor uns liegenden Strecken aufmerksam machte, ließen wir das Auto verschnaufen und nutzten die Gelegenheit für einige Schnappschüsse dieser beeindruckenden Landschaft, bevor wir uns auf den Weg zurück nach Tretten machten. Diesmal haben wir eine Mautstelle mitgenommen, besser als die 70 Kilometer zu fahren, um sie zu umgehen. Von Eindrücken überwältigt fielen wir ins Bett. Der nächste Tag war verregnet und trüb. Wir räumten das Auto ein und fuhren gen Oslo, von wo aus uns eine Fähre über Nacht nach Frederikshavn in Dänemark bringen sollte. Die Fähre, der Stena Line, haben wir vor Antritt unserer Reise für ca. 200 Euro gebucht. Wir trafen pünktlich am Fährhafen ein und warteten im Nieselregen auf unser Schiff. Das Auto fand einen Platz auf dem Parkdeck und wir nahmen so viel wir konnten, suchten unsere Kajüte und fanden sie in der Nähe der Schiffsmotoren. Nun hieß es, die Fähre zu erkunden, auf der es Bars, Restaurants, einen Einkaufsmarkt, Spielhallen, eine Disco und Angebote für kleine Piraten gibt. Auf der Fähre ist alles auf Konsum, Unterhaltung und Vergnügen ausgelegt. Das sanfte Dröhnen der Schiffsmotoren wiegte uns nach einer Dusche und einem provisorischen Abendessen aus Knäckebrot, Smørrebrød, eine Margarine und Salat in den Schlaf. Pünktlich um 6 Uhr in der Früh weckte uns der Kapitän der Fähre über die Bordlautsprecher. Da waren wir wieder in Dänemark. Eine eindrucksvolle Reise durch Skandinavien liegt hinter uns und wir freuen uns nun auf die Länder und Abenteuer, die noch vor uns liegen.